Diesem Fallschirmspringer gelang etwas eigentlich Unmögliches. Er hielt ein gefährliches Naturphänomen zum ersten Mal auf Video fest. Mit zwei Helmkameras filmte der Norweger Anders Helstrup einen rund 5 Kilo schweren Meteoriten, während dieser nur wenige Meter entfernt an ihm vorbei zur Erde raste. Und das mit einer Geschwindigkeit von gut 300 km/h. Hätte der galaktische Stein den Fallschirmspringer getroffen, er hätte Helstrup wohl zerfetzt, schätzt ein Experte. Die Aufnahmen sind vom Juni 2012, gelangten aber erst jetzt an die Öffentlichkeit. Dass dieser Meteorit echt ist, bestätigte der Geologe Hans Amundsen dem norwegischen Fernsehsender NRK. Normalerweise würden Meteoriten beim Eintreten in die Erdatmosphäre verglühen, doch in seltenen Fällen überstehen besonders große Brocken dies und fallen dann auf die Erde. Wie wahrscheinlich es ist, dass dieser sogenannte Dunkelflug von einer Kamera aufgezeichnet wird, schätzte Amundsen auch. Es sei wahrscheinlicher, 3-mal hintereinander im Lotto zu gewinnen, sagte er. Da hatte der Fallschirmspringer wohl mehrfach Glück.